Die Äthersphäre ist. Ja. Ist das das Ende? Wir sind so weit gekommen. Verdammt! Sieg! Sieg für die ätherianische Armee! Willkommen zurück, Sinas. Ich werde euren Tod schnell machen lassen. Ihr solltet mir dankbar sein. Ich, der König der Ätherianer, werde persönlich meine Gerechtigkeit aussprechen. Oder meine Bestrafung. Zuerst du. Uti. Du gibst mir eine besondere Behandlung. Ich bin so dankbar, dass es mich zu Tränen rührt. Hugo hat sich immer Sorgen um dich gemacht. Was? Auch als ich seinen Körper übernahm, ist von seinem Bewusstsein immer noch einiges übrig geblieben. Deswegen konnte ich jedes bisschen Schmerz fühlen, das in sein Herz zu fühlen war. Er hat sich konstant um dich gesorgt. Er hatte immer noch die Hoffnung, dass er trotz allem ein Vater für dich sein kann. Was für ein vulgärer Weg, das zu glauben. Ich konnte nicht anders, als mich zu amüsieren. Du! Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst, oder? Wie unglücklich. Du! Halt deine verdammte Klappe! Was soll das? Ätherianer sind nicht anders als Äther. Aber du bist die einzige Ausnahme, hm? Du hast keine Menschlichkeit. Wie kann man jemand wie du besser als die Äther sein? Zu glauben, dass jemand über familiäre Liebe lachen würde. Halt deinen Mund. Du winziger kleiner Wurm. Um dich werde ich mich als nächstes kümmern. Stan, reiß dich zusammen! Stan! Also, bist du bereit, Ruti Katschreya? Hugo Gilchrists liebe Tochter. Vater! Was geht hier vor sich? Ich kann mich nicht bewegen. Ruti, kannst du mich hören? Hugos Stimme. Was geschieht hier? Ich kann ihn nicht ewig zurückhalten. Du musst mich anhören. Ich werde Belkrant aufhalten. Schnell, geh zur Oberfläche. Hugo, die Überreste deines Wissens, Verstand sind immer noch in. Du Lästiger. Hugo, du Bastard. Ich kann es nicht lange zurückhalten. Bitte, beeilt euch, bevor ich fort bin. Warte. Ich bin froh, dass ich hören konnte, dass du mich Vater nennst.
Auch wenn ich dir nie was gab. Uti, lass uns tun, was Hugo gesagt. Aber danke. Schön. Bewahre Ruti in Sicherheit. Ah! Vater! Vater! Ja, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass in dem Moment dir da auch die Augen nur feucht werden, Sinas, ne? Tja, aber ja, Belkrant ist nicht mehr. Was ist das, was gerade aus dem Himmel fiel? Hey, Fate, da drüben ist eine Art Licht. Johnny! Was zur Hölle soll das? Warte, das ist... Beeilung, volle Kraft voraus! Das sind Stan und die anderen! Ist das? Oh, er ist wach. Johnny! Fate! Die anderen sind auch in Sicherheit. Ruh dich aus. Wie kamt ihr hierher? Ich hab's dir doch gesagt, oder? Ich sagte dir, wenn du jemals in Schwierigkeiten steckst, musst du nur ein Wort sagen und ich komme zur Hilfe. Und Ruti? Sie ist sehr schwach und schläft gerade, aber sie ist außer Gefahr, also mach dir keine Sorgen. Ist dem so? Stan? Ihm geht's gut, er ist bloß eingeschlafen. Du solltest dich auch etwas ausruhen. Der ätherianische König Mictran. Ja. Er ist der selbsternannte Herrscher der Ätherianer und der Einzige, der für diese Katastrophe verantwortlich ist. Leons Diebstahl von Atamonis Auge und Hugos Angriff auf die Erde. Die Äthersphäre, die den Himmel bedeckt. Selbst Greybums Rebellion. Du willst damit sagen, dass all die Ereignisse Teil von Mictrans Plan waren? Erzähl mir mehr vom ätherianischen König. In einem einzigen Wort, überwältigend. Eine Aura unvorstellbar Kraft kam aus ihm. Ihm war es sogar möglich, Berzelius mit Leichtigkeit zu kontrollieren. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das war
Alles, was wir tun konnten, ist laufen. Er war zu stark. Wenn es uns nur möglich gewesen wäre, Atamonis Auge sicherzustellen. Ich habe mich noch nie so inkompetent gefühlt. Ihr habt keine Schuld. Unser Land braucht eure Hilfe. Unsere Fehleinschätzung von Hugo, was er in Wahrheit ist, und unser blindes Vertrauen in ihm brachte uns hierher. Anstelle in der Vergangenheit zu schwelgen, sollten wir nach vorne schauen. Durch einen Wind des Schicksals sind die Anführer der drei Länder jetzt vereint. Wir sollten eine Allianz gründen unter den Nationen und mit einer Gegenmaßnahme entgegenkommen. Ein weiterer Ätherkrieg? Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Sodian Meister, dann würde ich gerne davon hören. Wir werden wieder hochgehen. Ja, ich doto iwas nando demo. Miktora wo taus made. Akiramemasen. Viele Male, wenn wir es müssen. Wir werden nicht aufgeben, bis wir Miktran besiegt haben. So daro, Dimlos. Nicht wahr, Dimlos? Sore wa mochiron da ga. Ja, genau. Minasan. Leute! Oh, der sieht ziemlich mitgenommen aus. Reynolds. Du siehst ziemlich fertig aus. Was ist geschehen? Es tut mir leid, aber die Radisrol ist gefallen. Was? Wir haben unser Bestes versucht, aber sie haben uns definitiv überwältigt. Wir können auch den Null-Schwerkraftgenerator nicht mehr benutzen. Was ist mit Ritora geschehen? Der Kommandeur ist... Hebt ihn auf! Der ist echt K.O. Wenn die Radisrol wirklich verloren ist, dann können wir nicht mehr zurückkehren. Niemals! Entschuldigt die Unterbrechung, es ist ein Notfall! Was ist denn jetzt? Die Truppen, die in Cresta stationiert sind, brauchen Hilfe. Eine Horde Monster kam aus dem Himmel. Sie werden angegriffen. Cresta? Miktran. Nicht nur, dass er uns in Dunkelheit hüllt, er will uns auch ausradieren. Hat er einen Ort gewählt, wo die Verteidigung schwach ist? Niemals! Du machst Witze! Ich muss etwas tun! Ich muss sofort zurück! Du allein hast keine Chance gegen die Horde. Ich werde sofort eine Streitkraft zusammentragen. So,
Ich glaube nicht, dass sie es rechtzeitig schaffen. Warte, Ruti, ich komme mit. Stan. Ja. Nicht nur ich. Alle anderen auch. Die momentane Situation ist ziemlich hart. Es wäre besser, wenn wir uns alle darum kümmern. Wir sollten uns so schnell wie möglich mobilisieren. Alles klar, ich überlasse es euch. Wir werden unsere Streitkräfte so bald wie möglich aussenden, wenn sie bereit sind. Ich komme mit. Johnny? Ihr braucht alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Auch wenn es ein bisschen mangelt, werde ich euch meine Stärke leihen. Übrigens, können wir nicht ein ordentliches Team aufstellen ohne eine Repräsentation aus Aquavale, oder? Wir haben es bereits beschlossen. Bitte zögert nicht, mich zu rufen. Dankeschön, das ist sehr nützlich. Also gut, dann beeilen wir uns und gehen nach Cresta. Und Johnny ist auch wieder dabei. Mensch, beeilen wir uns nach Cresta. Wir müssen die Stadt von Cresta von den Münstern beschützen. Los geht's. Bitte, seid alle in Sicherheit. Schwester, ich bin gleich da. Frage. Bereit. Wer hat das Land Aquavale gegründet? Das ist eine einfache Frage, Filia. Die Antwort ist Duke Michael. Zusätzlich, der Duke war auch für das Land Zehngeil zustande. Wie naiv. Mikkel war ein Kaiser und, deswegen ist die Bezeichnung Drifter inkorrekt. Nun, das ist bloß eine Theorie. Ihr seid echt erstaunlich. Bereit. Frage. Bereit. Warte mal. Wo kommt es her? Wenn es über die Frage wegen Michael ist, um genau zu sein, war er ein politischer Gefangener in Aquavale. Ich bin nie während meiner Untersuchung darauf gestoßen. Darüber habe ich auch noch nichts gehört. Ihr bezweifelt das, aber es ist wahr. Ihr zwei wisst scheinbar sehr viel, aber die Wahrheit der Geschichte ist, was in den Büchern geschrieben steht. Und was zur Hölle? Wie hat Johnny darüber herausgefunden? Nun, wenn es in den Aufzeichnungen steht? Okay, der Minstrel kehrt zurück. Ich bin froh, dass du mit uns mitkämpfst, Johnny. Ich hätte euch früher begleiten sollen. Nun, ich freue mich, mit euch wieder zusammenzuarbeiten. Ebenfalls. Cresta ist östlich von Darieshid. Cresta ist im östlich von Darieshid. Wir sollten uns beeilen. Gut, dann würde ich aber sagen, suche ich erstmal hier einen Speicherpunkt noch auf. Gab es hier nicht einen? Nö, gut. Dann mache ich das außerhalb. Aber jetzt ist alles in richtiger Finsternis gehüllt. Es ist quasi, als wäre jetzt gerade Nacht. Schon ein ganz anderes Bild. Der Monsterangriff hört nie auf. Wir können das nicht länger aushalten. Die Preise sind gestiegen. Es wäre vielleicht das Beste, das Lager aufzustocken. Angestellte wie ich werden wie Feinde behandelt. Ich bereue es, so langsam diesen Job überhaupt angenommen zu haben. Oh je. Die Ärmste. Wenn ich schon mal hier bin, gibt es hier in der Ecke einen Laden? Es wäre nicht verkehrt, jetzt noch meine Vorräte aufzustocken, bevor ich mich auf den Weg begebe. War hier der Laden? Nee, hier ist der alte Mann. Der schlechte Wortspielmann. Hast du irgendwelche guten Wortspiele für mich? Gerade nicht. Ich brauche einen Laden, weil ich brauche Zeugs.
Nach Hugos Villa. Mir wurde aufgetragen, über das Haus zu wachen. Deswegen werde ich diesen Posten hier nicht verlassen. Ist ja löblich. Na, gibt's bei dir hier was? Waffenladen, okay. Wir haben ein paar tolle Waffen. Bitte schau sie dir an. Wahrscheinlich nichts, was ich gebrauchen kann. Doch, eine goldene Axt kann ich mitnehmen. Habe ich schon? Nein, vergiss es. Die muss ich noch ausrüsten, merke ich gerade. Gut, aber sonst hat er nichts. Alles klar. Hallo Mädel. Ich hörte, wenn ein Blitz ein Ohr trifft, macht es ein riesiges Loch. In dem Fall wäre die Welt voller Löcher. Eins haben wir ja schon gesehen. So, bei euch gab es doch bestimmt irgendwo was. Ich habe nichts zu verkaufen. Wir haben eine Weile schon keinen Fisch mehr bekommen. Oh je. Tut mir leid, ich musste den Laden schließen. Ich konnte keine Vorräte mehr bekommen. Scheiße. Wie kriege ich jetzt Vorräte? Marianne verschwendet ihre Zeit. Niemand kommt hierher zurück. Was ist mit den Leuten zu Hause geschehen? Wurden sie in die Welt der Götter geschickt?